Sky Luke Volker. Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Velaya. So, ich werde jetzt rüber zum Schiff fahren. Und da werde ich jetzt mal so richtig aufräumen. Also da werde ich jetzt, ne, mal Butter bei die Fische machen und damit wir den Bobs hier mal fertig kriegen. Ich will nämlich wissen, wie es weitergeht. Farin. Hallo Fische. Mhm. Ich benötige mal wieder dich und dein Boot. Du hast doch einen Schuss. Hier laufen Zombies rum und du willst eine Kreuzfahrt machen. Und ohne den Segen von Adanos, da fahre ich in diesen Zeiten sowieso nirgendwo hin. Reg dich ab. Um die Zombies hier an Land habe ich mich gekümmert. Und... Du hast... Oh. Aber stehst du auch unter dem Segen von Adanos? Klar, ich sonne mich geradezu darin. Der Wassermagier Myxir hat mir den Segen Adanos erteilt. Ja, aber was willst du denn mit meinem Boot? Mal wieder Leben retten? Yep. Oh, diesmal sind es ein paar mehr. Ich will aufs Schiff, das draußen auf Rede liegt. Du willst was? Du bist ja irre. Keine 10 Wale würden mich dahin bringen. Das ist das Totenschiff. Und wenn du das enterst, bist du bald selber ein Zombie. Bringst du mich nun hin oder nicht? Hast du mir eigentlich zugehört? Ich fahr da nicht hin. Dann mach mir einen Vorschlag, wie ich auf das Schiff komme. Fahr doch selber hin. Wie viel? Hä? Ich verstehe nicht. Was kostet dein Boot? Nein. Nein. Oh nein. Nicht mein Boot. Nicht für alles Gold der Welt. Du bekommst auch nicht alles Gold. 200 Münzen sollten reichen und es wird nicht gefeilscht. 400. Ach, weißt du was? Ich werde rüberschwimmen. Ich gehe dann mal. Warte. 200 Goldmünzen sind völlig ausreichend. Ich schwimme lieber. Halt. Also gut. Für 200 Goldmünzen fahre ich dich rüber. Du wirst sowieso bloß ganz nass vom Schwimmen. Und schließlich kann ich nicht verantworten, dass du völlig entkräftet an Bord gehst. Aber eins sage ich dir gleich. Zurückschwimmst du. Und gezahlt wird im Voraus. Aus verständlichen Gründen. Ja, sicher. Lass uns losfahren. Hier sind deine 200 Goldstücke. Lass uns losfahren. Oh, ich bin... Oh, jetzt. Oh, es wird... Oh, Junge, ich bin heiß wie Frittenfett. Der jetzt hier. Die klapprigen Zombies. Oh, da soll ich auf jeden Fall speichern. Sonst wird das hier nämlich nichts. So, komm her hier. Ich wollte sagen, kannst du mal treffen? Oh mein Gott! Ich bin tot. Alter, das kannst du dir manchmal auch echt nicht ausdenken, ne? Wie knackig die Jungs sind. Bringt das denn jetzt überhaupt was? Ich bin ja jetzt von Adanos gesegnet, oder nur meine Waffe. Oha. Oh, der kommt. Der kommt. Okay. Alles klar. Den haben wir. Oh shit. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Na, was ist hier mit der Kiste, hä? Ja. Yeah. Na komm her. Alter, die sind so heftig, ne? Na los jetzt hier. Mal wieder eine schöne Fleischkeule hier. Sehr gut. Der steht aber auch sehr, sehr gnädig. Den schnappen wir uns. Erster Mart. Ne, wie wär's denn mal mit ihm hier? Jawohl. Steuermann. Erster Mart. Kommt der hier runter? Da sieht er mich vielleicht gar nicht. Oh, das ist der Kapitän, oder? Kommt er runter?
Müll. Gut, wenn er da so steht, dann schießt sie dem Steuermann. Alter, ich schieße ihm voll auf die Eier. Aber macht ja nichts. Ich mache euch so platt. Hier ist der Kapitän. Unten sind, glaube ich, auch noch ein paar. Die schnappen wir uns doch selbstverständlich auch. Das sah richtig ungesund aus. Ja, links-rechts-Kombi. Ja, doch. Brauchst du gar nicht so schreien. Oder sind noch welche? Oh ja, komm her. Den haben wir gleich. Jetzt so weiter. Digga! Was? Das ist echt dein Ernst, ey. Oh. Oh, 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 alles klar. Junge, zieht der ab. Das ist unglaublich. Was ist das da für eine Rune? Wird dir das da rechts glitzern? Alles im Blick hier. Ja, du Spack. Kapitän wird wahrscheinlich auch nochmal ein harter Brocken. Die waren auf. Also, die sind echt ultra knackig. Sehr schön. So, was ist das jetzt? Herzbomben. Alte Münze. Spruchrolle. Ja, fein. Skelett erschaffen. Dazu brauche ich wohl den richtigen Schlüssel. Oh, den hat mit Sicherheit der Kapitän. Oder die haben ja sonst nichts, die Zombies. Was sagen, Alter, wäre ich jetzt hier nicht raufgekommen, das wäre jetzt scheiße. Ich denke, ich werde mir Hilfe holen. Von meinem Freund das Skelett. Sollte erstmal reichen. Top. Nehmen wir den hier noch. Hier. Habe ich einige von. Los, Freddy. Freddy? Du willst mir jetzt sagen, du... Er macht nichts, weil es auch Tote sind. Das ist doch jetzt nicht dein Ernie, oder? Alter, du bist ja sowas von useless, Bruder. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Boah, Alter, die Angriffe von dem sind übel. Okay, Freddy war jetzt ein bisschen useless, aber dann ist es jetzt halt so. Egal, bis sie aushalten. Gut, dann haben wir nur noch den Captain. Oh, Captain, mein Captain. Du bist auch nichts dabei, oder? Nichts zu plündern. Okay, Captain. So, bist du gekommen, um Adanos Zorn von uns zu nehmen? Seit 400 Jahren warten wir auf diesen Augenblick. Endlich werden wir erlöst. Danke, Mensch. Mein Fluch zwingt mich trotz allem, dich anzugreifen. Mögest du die Stärkere sein und darüber hinaus nie das Missfallen eines Gottes erregen.
Ja, ist doch gut. Hallo? Ich würde sagen, hier, bleib mal bei deinem Tisch. Alter, der haut aber rein. Oh mein Gott! Oh mein fucking Gott! Was, ich habe mit einem Schlag über 200 abgezogen. Komm her. Ja? Oh yeah, komm. Ich hätte gerne sein Piratenboot. Na komm. Ich habe ihn. Nice. Schlüssel des Kapitäns. Schatulle. Goldener Kelch. Piratensäbel. Goldener Kompass, Sextant und ein bisschen Cash-Bash. So, dann sollte ich jetzt eigentlich auch wieder Teleportrune nehmen können, ne? Hier noch war. Hier war noch was. Zu weit weg. Elixier der Stärke. Amulett der Macht. Nice. Ob da haben wir schon eins von, ne? Stärketrank können wir gleich ballern. Ach, schade, ich kann nur eins nehmen. Okay. Zombies. Mal sehen, was Cardiff dazu sagt, das Totenschiff. Das Totenschiff wird nicht mehr mehrere Ewig dieser Welt unsicher machen. Na gut, hätte er das nicht eingewilligt, wäre es wirklich gelungen. Trotzdem, ich habe mich gut geschlagen. Okay, dann kann ich mich doch jetzt locker zur Hafenstadt teleportieren, oder? Was passiert hier? Okay. Guck mal, das Skelett liegt da noch. Mega. Alles klar. Er hat es einfach weggesnackt. Krass. Sei gegrüßt, Wirt. So. Das Totenschiff gibt es nicht mehr. Ich habe sozusagen eine Legende aus der Welt geschafft. Ach, da kann ich dich beruhigen. Solange es Menschen gibt, wird es auch immer wieder so ein Totenschiff geben. Na super. Du bist ein Philosoph, Wirt. Nein, nur Realist. Aber wie auch immer, das Hafenviertel ist dir zu Dank verpflichtet. Wir haben zwar nichts, was wir geben können, aber nach dem, was du geleistet hast, wirst du hier für immer willkommen sein. Ja, nett. Ich komme wieder. Wollen wir da nochmal bei Farim vorbeigucken? Sind die jetzt auch noch? Die stehen da ja immer noch. Wir gucken nochmal kurz bei Farim vorbei und ansonsten, glaube ich, gehen wir durch die Kanalisation zu Lord André. Damit er seine Scharfschützen da mal wegholt. Das kann ja wohl nicht angehen. Hallo Fischer. Pass auf dich auf. Okay, das ist dann doch nichts gewesen. Ja, perfekt. Dann bin ich gespannt, was Lord André zu sagen hat und wie es dann weitergeht. Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung. Aber die stehen auf jeden Fall noch, die Jungs, ne? Er sollte lieber den Mund halten. Wenn er das nicht sieht, kann ich mal... Oh ja, die sind immer noch heiß wie Frittenfett, die Jungs. Das hätte ich dir vorher sagen können.
Okay. Dann durch die Kanalisation. Och Mensch, du mach doch nicht hier einen auf den. Tschu. Das ist natürlich ein perfekter Spot, um ein bisschen rumzulaggen. Okay. Ja, ich muss sagen, die Quest jetzt mit den Zombies, das war mal was anderes. Dass das Hafenviertel gesperrt ist und so. Mega gut. Mega gut. Alles herhören, alles herhören. Alles herhören. So, hier hoch. So, André. Das weiß doch inzwischen jeder. Gudi, gudi, gudi. Das darfst du keinem erzählen. Oh, können wir mit ihm noch schnacken? Ich habe nichts anderes erwartet. Meine Verehrung, Pri. Ach komm, lass das bitte sein, ey. Das Totenschiff gibt es nicht mehr. Adanos hat es mitsamt Besatzung zu sich genommen. Und nach 400 Jahren ohne Zähne putzen und waschen war das auch gerechtfertigt. Und die Pocken sind auch aus dem Hafenviertel verschwunden. Sie sind jetzt im Handwerkerviertel. Was? Das... Da muss ich... Entschuldigt, den konnte ich mir einfach nicht verkneifen. Alles ist gut, die Blattern sind weg. Alter, ich dachte gerade... Oman. Oman? Ist das nicht ein Land in der Arabischen Liga? Hä? Ups, der ist mir auch einfach rausgerutscht. Wahrscheinlich kreist noch zu viel von diesem Zeug in meinen Adern, von dem ich immer so aufgedreht bin. Blut? Aber weißt du was, die Unterhaltung mit dir ist mir zurzeit einfach zu anstrengend. Warum kommst du nicht später noch einmal wieder? Was? Ja, ist ja gut. Auf Wiedersehen. Helia indessen wollte die so. Hat wahrscheinlich schon gleich den nächsten Auftrag oder so für mich, der Vogel. Reingehen. Und mal sehen, was er zu sagen hat. Meine Verehrung, Lord. Die Krise im Hafenviertel ist überwunden, mein Lord. Berichtet. Es war das Totenschiff aus der Legende, mein Lord. Die Untoten, die Blattern, alles stimmte. Ich habe mit Hilfe des Wassermagiers Myxir die Untoten zu Adanos geschickt und die Pocken bekämpft. Die Quarantäne des Hafens kann aufgehoben werden. Wenn ihr es sagt, dann kann ich getrost Wulfgars Männer abziehen. Ich hatte eigentlich auch nicht wirklich erwartet, dass ihr es nicht schaffen würdet. Ich frage mich, gibt es etwas, das ihr nicht bewältigen könntet? Also... Das war doch eine rein rhetorische Frage. Ihr habt euch eine Belohnung verdient. Womit kann ich euch glücklich machen? Oha. Doppelblock, die südländische Verteidigung. Scheiße. Ich nehme die. Eine gute Wahl. Wenn ich eurer Führerin bedarf, dann werde ich euch zu finden wissen. Mit eurer Erlaubnis, mein Lord. Was haben wir jetzt genommen? Oh, geil, zum Einhandkampf. Oh yeah. 70. Ja, aber was ist denn jetzt hier Auftrag? Mhm. Ja, nu. So, was zu sagen? Nee. Hat er jetzt echt nichts mehr? Meine mit eurer... Hm. Okay. Meine Verehrung, Lord. Kann ich versuchen, die zu bestehlen? Na warte, dreckige Diebin! Boah, ist ein bisschen schief gelaufen, aber da wird man Blitze machen, ne? Ja, jetzt kann ich mich ja nur noch um diese kleinen Quests kümmern. Guten Tag. Es wäre gewagt. Gewagt klappt, oder? Oh ja. War nett mit dir zu plaudern.
Sei gegrüßt, Na gut. Was gewagt kriege ich hin. Schwierig ist noch unmöglich. Ja, was machen wir als nächstes? Die hintere Mine kann ich auch noch aufmachen. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch Ich bin ehrlich gesagt gerade wieder überfragt, was man so machen kann. Hallo, Mil. Immer. Was ist das nächste, was wir machen? Das habe ich schon immer gesagt. Ja, ich könnte bei mir hinten die Skelette noch ausrollen. Ich habe was anderes gehört. Konstantino, hat der noch irgendwas gegen Zahnschmerzen oder so? Da bist du. Ich grüße dich, Meister. Das Piraten sind, wir brauchen wir auch nicht. Ich bin gerade noch einer. Wir sind. Was machen wir als nächstes? Waldarbeiter. In seinem Übermut forderte er seine Geschwister zu einem Wettstreit heraus. Scavenger-Zucht. Hellan, ja, okay. Bodo will's wissen. Da könnte ich mal hin, ne? Ja, wir gehen mal zum Großbauern. Aber lange nicht. Derjenige, dessen Geschöpfe im Kriegesreich wären, soll der größte. Liesel. Alte Kort. Man darf halt nicht alles glauben, Bauer, was man hört. Er muss ein Bodo. Meine ich ein Bodo? Es kommt nur auf die Kraft an, also komm mir nicht zu. Hey, Volker! Der ist gerannt, als ob Bilja selbst hinter ihm her wäre. Gewagt ist aber wieder. Gewagt dürfen wir. Hey, Volker! Das ist wirklich nicht mein Problem. Lederbeutel. Ich wäre mir da nicht so sicher. Boah. Er war Bodo hier nicht irgendwo? Hallo, Bennett. Ich wäre mir da nicht so sicher. Boah, den kann ich auch bestehen, den alten Penner. Das ist ein Wichser, ne? Das ist ein richtiger Penner. Von mir hatte das nicht. Oh yeah. Schau her. Ja. Sachen kann ich verkaufen. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ja, Statue. Bulle. Das will doch keiner wissen. Oh hier. Ich kann das nicht glauben. Genau das habe ich auch. Ein bisschen Cashmash machen. Hier erfährt keiner was. Das ist seine Entscheidung. Hey! Warum kann ich ihn noch nicht umhauen? Das nervt mich auch so ein bisschen. Das war doch schon vorher klar. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählen kann. Hat der eigentlich noch irgendwas zu sagen hier? Ich bin mir doch nicht so sicher. Ohne. Boah, hier kann ich auch beklauen. Mega. Hey, Alt. Interesse an weiteren alten Münzen? Ja, sicher. Hast du noch welche? Klar, die findet man ja in jeder Straßenecke. Am Anfang habe ich noch geglaubt, es gäbe in ganz Korinis nur noch eine Handvoll davon. Lass den Kopf nicht hängen. Inflation ist was ganz Normales. Hier ist dein Gold. Okay, das hat mir ordentliche Erfahrungspunkte und einen Levelaufstieg verpasst. Mega. Hör dich, Schütze doch lernen, ne? Das ist kein Geheimnis. Ah, ja, gut. Ich dachte, Bodo wäre hier irgendwo. Ich bin ganz Elena? Hallo, Elena. Da muss man auch mal zuhören. Ah, okay. Hier ist auch keiner mehr. Das ist auch ganz viel von Elena ehrlich. Achso, hier, Feller, ne? Der ist doch jetzt noch Seekops Hof, oder nicht? Ich habe so einiges gehört. Ja gut, die alten Münzen. Einfach mal 1700 Erfahrungspunkte. Das ist schon krass. Grüß dich. Wir. Ey, das gibt doch einfach so viele Erfahrungspunkte, ne? Mega geil.
Gut, was sind die für Schlüpfer? Einfach normale Bauern, oder? Yep. Aber ich frage mich jetzt aber, was unsere Hauptquest sein wird. Na guck mal, das sind doch jetzt alle. Gunnar, Bodo, Barbara, Gandolf. Hey Mann. Da ist auch Bodo. Wegen der Welt da draußen. Ja? Was gibt's Neues? In der Stadt haben die Blattern gewütet. Das ganze Hafenviertel war unter Quarantäne gestellt. Du hast dich doch nicht angesteckt. Da mach dir mal keine Sorgen. Der Wassermagier Myxie hat ein Heilmittel gefunden. Gelobt seien die Wassermagier. Naja, ich habe auch meinen Teil. Jetzt stell dir mal vor, die da in der Stadt hätten die Wassermagier nicht gehabt. Die ganze Bevölkerung wäre womöglich ausgerottet worden und wir hätten davon nichts gemerkt. Auf dieser schönen Insel hatte sich ein Kult von Belia-Anhängern gebildet. Zusammen mit einer kleinen Ork-Armee wollten sie die Macht auf Korinnes übernehmen. Das ist nicht dein Ernst. Was ist geschehen? Müssen wir immer noch mit einem Überfall rechnen? Nein. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Es ist gelungen, die Bedrohung auszuschalten. Den Paladinen sei Dank. Also. Naja, eigentlich waren es gar nicht... Gut, dass Innos seine Streiter auf unsere Insel geschickt hat. Weißt du, ich bin wirklich froh, dass ich nur ein Bauer bin und die Welt da draußen nicht erleben muss. Na gut, Kollege. Mach's gut. Oh, die Quest ist auch vorbei. Nice. Helen und Aldin, Barbara. Hey. Besser als vorher? In jedem Fall. Nice. Mega. Hey. Kann ich auch beklauen? Ja. Ich ziehe euch alle ab, wisst ihr das? Hey, du. Gandolf. Geht's dir gut? Das war die richtige Entscheidung. Der Bauer lässt einen in Ruhe und mit Bodo und den anderen komme ich auch zurecht. Nur diese Reger schwafelt zu viel. Aber mit dem rede ich hier über Frauen. Du weißt ja, wie das ist. Okay. Und wo ist jetzt euer Chef? Muss er doch auch irgendwo sein, oder nicht? Oh, hier. Hey, Mann. Und? Bist Geil. Du zufrieden? Oh ja, meine Leute sind freundlich. Hier riecht's gar nicht nach Schafen und das Allerbeste, keine Nachbarn. Die ersten Lieferverträge habe ich auch schon ausgehandelt. Wäre ich bloß früher selbst auf diese Idee gekommen. Was siehst du? Wir sehen uns. Ja, ich wollte gerade sagen, ein bisschen was können wir uns ja wohl auch leisten. Ich lege mich mal hier ins Bett, da kann ich doch sicherlich nochmal mit ihm quatschen. Vielleicht sollte ich auch nochmal trainieren gehen. Hey Mann. Nun gut. Aber jetzt wieder die große Frage. Was müssen wir machen? Hey. Und? Habe ich dich zum Richtigen überredet? Das hast du, das hast du. Es ist besser als bei Ona. Danke nochmal. Ja, kein Problem. Dafür zieh ich dich aber nur ab. Mach's. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, räumen wir noch bei uns an der Bude auf. Aber ich kann jetzt nochmal in Ruhe trainieren gehen, glaube ich. Dann kann ich die Quest nämlich auch nochmal abgeben. Das war ja bis ganz früh. Es war Zeit für meine Übung. Jawohl. Aber jetzt habe ich auch keinen Spanner mehr dabei. Übung absolvieren. Zeig, was du drauf hast. Ja, so ist das gut. Unsere tollkühne Heldin. Dann habe ich es insgesamt dreimal gemacht.
Nackig! Das bringt dir dann auch nochmal gut was, ne? Da muss ich sagen, da haben sich die Jungs schon echt was überlegt, ne? Ist schon eine coole Sache. So, dass sie ihre Runde gleich fertig haben. Jetzt ist aber auch gut. Jetzt kannst du auch wieder an Land gehen. Ah, sag ich doch. Kein Spanner in Sicht. Sag bloß. Schlafen wir noch bis zum nächsten Tag. Und dann sollten wir besser sein. Nichts gekriegt. Naja. Vielleicht muss ich es ja dann noch das ein oder andere Mal machen. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, haben wir diese Folge echt gut was geschafft. Jetzt müssen wir nur gucken, wie es weitergeht. Aber ich würde sagen, das sehen wir beim nächsten Mal. In dem Sinne. Tüdelü! Skylook Volker. Wer? Wen meinst du? Sag bloß, du kennst Sky nicht. Na, dann wird's aber Zeit. Weiß Beats mit der Sky, ja, wir machen Stress. Komm, nicht so dumm, jetzt bist du zerfetzt.